unser Gesandter, der Gesandte Allahs, der Liebling Allahs, ja, der beste Mensch, den Allah erschaffen hat. Subhanallah. Einmal kam Umar ibn Khattab radiallahu anhu zu ihm rein. Ja? Er kam zu ihm rein und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auf dem Boden geschlafen, auf einem Hasir, auf einer Strohmatte geschlafen. Er hatte kein anderes Bett. Wer der Liebling von Allah subhanahu wa ta'ala? Er hätte Dua machen können, er wäre Milliardär gewesen. Ja? Er hat manchmal Reichtümer bekommen, er hat sie wieder ausgegeben. Er hat einfach alles gespendet, alles gegeben. So wie der Zustand der Propheten halt nun mal war. So hatte er geschlafen auf diesem Hasir, auf dieser Matte. Ja, so eine hauchdünne Matte. Hauchdünne Matte. Und der Umar ibn Khattab hat um Einlass gebeten, er ist dann reingekommen. Und der Prophet Muhammad hat sich dann hingesetzt. Und man konnte hier, ja, an seinem Arm, konnte man überall diese, oder an seinem, ja, an seiner Schulter etc., konnte man überall die Streifen, ja, den Abdruck dieser Matte. Der hatte keine Matratze gehabt. Der hatte kein schönes Kopfkissen gehabt und keine Decke und so wie wir, diesen Luxus, diesen Millionärsluxus, den wir alle leben. Der hat da drauf geschlafen. Umar ibn Khattab ist traurig geworden, hat angefangen, Tränen zu vergießen wegen dieser Trauer. Und er sagte, der Prophet Muhammad sagte zu ihm, was ist mit dir? Was hast du? Er sagte, oh Gesandter Allahs, ich sehe, dass die Könige der Perser etc., ja, sie sitzen auf so hohen, ja, auf Seide, auf hohen Kisten und hohen, ja, auf einem Thron und die sind so. Und du bist der Gesandte Allahs und du schläfst und du bist in diesem Zustand. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt zu ihm? Er sagte zu ihm, Ala tarda ya Umar, Ala tarda anna lahum al-dunya wa lana al-akhira. Er sagte zu ihm, oh Umar, bist du damit nicht zufrieden, dass sie diese Dunya bekommen und wir die Akhira? Subhanallah. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, der Lehrer der Menschheit, der Lehrer des schönen Charakters, der Humanität und der Menschlichkeit und des Gönnens und der Reinheit, sagte zu ihm, bist du damit nicht zufrieden, dass die Dunya für sie ist und wir dafür das Paradies bekommen, die Ewigkeit im Paradies, den ewigen Frieden, ja, die ewige Glückseligkeit, das ewige Reichtum, ja. Subhanallah, wir genießen für die Ewigkeit. Lass sie genießen.